Bei Selina muss ich immer denken, blond und do. Donnerstag? Doppelkopf. Also so eine Lidstraffung würde ihm schon mal gut tun, genauso wie ein ordentliches Lifting. Sollte er sich mal überlegen. Besser? Doch, dominant wahrscheinlich. Blond und dominant. Eh. Boah, diese Shirin-Schauspielerin mit ihrem Ghetto-Slang. Da muss SDL aufpassen, dass nicht Assi-Sendung wird. Digga, was? Was Assi-Sendung? Was Ghetto-Sprachlern? Red ich so? Hä? Keine Ahnung, ey. Was die Rolle des Doktors betrifft, das ist sowas von unrealistisch. Man sollte die beiden vielleicht in einer Sendung unter dem Titel Sketche mit Natalie und Erich unterbringen. Das ist doch die Idee. Das schlagen wir dem Sender vor. Ich sehe schon vor. Wieso bist du als Erster? Ich bin die Frau. Erich. Der Förster ist ja die Diva des Waldes. Also ich muss ja sagen, ich weiß überhaupt nicht, was die Leute haben. Ne? Die sagen ja, dass ich die Diva des Waldes bin. Hey! Finger weg! Ist mein Wald! Ich habe eins für dich. Bitte. Seitdem der Doc Tabletten nahm, springt er herum wie ein hölzernes Wurzelmännchen. Also auf Österreichisch wie das gute alte österreichische Rumpelstilzchen. Bitte? Bitte? Ach, wie gut. Ich bin kein Wurzelmännchen, nein! Ihr springt doch nicht herum, ihr Wurzelmännchen! Dir ist sympathisch. Aber so langweilig. Entschuldigung. Selina ist eine linke Bazille. Armer Christoph, immer fällst du auf die Falschen rein. Oh Mann. Bleibt dir denn schon wieder die linke Bazille? Da bin ich schon. Erster. Die Szene mit Rosalie und Michael sind wie Kasperltheater. Michael, wo ist der Michael? Oh, was für eine hübsche Maid. Oh, mein oh, die möchte Michael. Ich heiraten. Aber was hast du denn heute für eine Mütze auf? Oh, das ist ganz seltsam. Das ist meine Privatmütze. So oh. War ich in Wirklichkeit herum. Sag, wo ist denn deine Arzttasche? Die große, große Arzttasche. Wollen wir zu mir oder zu dir? Ich hätte da oben ein schönes Zimmer in der ersten ja, Stock. Wo unten denn? Mia ist sowas von langweilig, aber immerhin total sympathisch. Hier.